Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute die Glossy Box Man bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box Man ist die, Ich habe eine Schnuppernase. Die Glossy Box Man ist die Männer-Edition von der Glossy Box. Da gibt es ja die reguläre Edition, die man so im Abo bestellen kann. Dann gibt es eine Edition, die speziell für Jüngere gemacht ist, die Glossy Box Young. Und dann gibt es nochmal die spezielle Edition für Männer. Ne? Und hier sind halt Produkte für den Mann drin. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was hier jetzt drin ist. Ich glaube, die erscheint alle 2 oder alle 3 Monate. Für 15 Euro ist es immer ein guter Deal, den man bekommt. Wert soll über 50 Euro irgendwie sein. Und die Box steht auch irgendwie schon hoch. Da scheint irgendwas drin zu sein, was ein bisschen größer ist. Ich habe jetzt mal hier den Deckel entfernt. Und dann haben wir hier so den Blick in die Box. Und das ist die Heartbreaker Edition. Ich weiß jetzt nicht, für welche Monate das ist. Das steht im Titel mit drin. Muss ich nochmal recherchieren. Aber die habe ich halt jetzt gerade erst bestellt. Und die Männer haben auch immer kein Heftchen, sondern einen Flyer drin. Genauso wie auch bei der Glossy Box Young, dass der Fall ist. Oh, Sammy verlangt Liebe. Ne? Die möchte gestreichelt. Aber dann hält er mir irgendwann nur noch seinen Hintern hin. Der will, dass ich seinen Hintern kraule. Warum? Mausi, warum? Das weißt du auch nicht, ne? Hunde mögen das, wenn man die Hüfte massiert. Das weiß ich ja wohl, ne? Aber ich will nicht immer nur für seinen Hintern zuständig sein. Härchen darf auch seinen Kopf streicheln. Ich meine, jetzt streichle ich auch seinen Kopf, weil er Sitz macht, aber toll. Ich habe quasi die ganz tollen Aufgaben immer. Okay, Glossy Box Man, die Heartbreaker Edition. Herzen stehlen, das wird deine neue Mission. Mit einem selbstbewussten Schmunzeln auf den Lippen perfekt gepflegt und gestylt sowie unwiderstehlich duftend, ziehst du los und eroberst, faszinierst, fesselst und steckst alle mit deinem Charme sowie Enthusiasmus an. Dabei begleiten dich die neuen Must-Haves der Glossy Box Man durch deine tägliche Pflegeroutine und machen dich ready für deinen Alltag voller aufregender Abenteuer. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossy Box Man Team. Ja, die Männer werden immer sehr animiert, die Frauenwelt unsicher zu machen oder die generelle Welt der Liebe, sage ich jetzt mal. Ja, 6 Produkte sind hier drin und dann gucken wir doch einfach mal rein, ne Sammy? Ja, gucken wir. Auch die Männer haben ein Seidenschleifchen, was quasi das Seidenpapier zuhält. Ich rieche aber mal dran. Riecht frisch hier raus tatsächlich. Ja, dann machen wir das Schätzelein mal auf. Ich finde es immer ganz interessant, was quasi auch dann man sich überlegt, was man für einen Mann in eine Box packen kann. Finde ich gar nicht so leicht, weil Männer sind ja bekanntermaßen leider echt Pflegemuffel. Und dekorative Kosmetik kannst du jetzt nicht so bringen, aber das sieht schon mal ganz nice aus. Und ich sehe schon, warum die Box sich so gewölbt hat. Hier haben wir nämlich den ersten Blick in die Box und da haben wir einen Rasierer drin. Wir haben ja auch, also sowohl mein Freund als auch ich, haben Männerrasierer. Ich habe den von Bulldog, weil ich den einfach sehr, sehr angenehm in der Handhabung finde tatsächlich. Ich hatte auch lange Zeit diesen Gillette Mach 5 oder sowas, diesen, der halt vibriert, weil das sehr angenehm für die Haut war. Aber ja, durch die ganzen Männerboxen habe ich dann halt auch irgendwann den Bulldog-Rasierer für mich entdeckt, weil da auch die Klingen ein bisschen günstiger sind tatsächlich. Und hier haben wir jetzt den Wilkinson Hydro 5 Cents. Sehr cool, da scheint auch 5 Klingen bei zu sein, mit Kräuterextrakten. Ach, du ahnst es nicht. Ja, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren und euch dann im Aufgebrauch darüber berichten, wie der so war. Finde ich nice, ne? Also so Rasierer in Boxen kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, kann man als Frau auch sehr gut gebrauchen. Und hier scheint das so eine Metall-Handteil-Gedönsen zu sein. Shock is Absorb Technology, automatische Anpassung. Das finde ich echt interessant. Das heißt, der Kopf wird sich dann auch dementsprechend etwas flexibler bewegen. Finde ich cool. Doch, das wird jetzt ausprobiert und Komfort beruhigt für empfindliche Haut. Ja, das kann man und Frau sehr gut gebrauchen. So, dann haben wir hier eine Parfümprobe drin. Ja, ist ja süß, aber die ist nicht aufgeführt, ne? Ne, ist einfach nur eine Probe. Es Oliver Follow Your Soul, Try the New Fragrance. Ja, kann man mal machen, ne? 0,3 Milliliter. Ziehen und dann den Flakon drücken. Okay, dann kommt hier nämlich so ein Vieh raus. Ich rieche das mal. Oh. Ja, ich sprühe mir jetzt mal Männerparfüm auf. Kann man mal machen, ne? das riecht angenehm frisch. Schön. Sammy, riech mal.
Nee. Er hat nicht geschnaubt, also schlimm scheint es für ihn nicht zu sein. Und doch, riecht angenehm. Also so ein bisschen Aftershave-mäßig. Ist cool. Gut. Und dann habe ich hier noch etwas drin. Fly. Nasal-Inhalator. Inhaler. Inhalator. For Party, Work and Sports. Orange Breeze. Hä? Wie Nasal-Inhalator. Inhaler. Was soll der machen? Roll on and refill. Inhaler. Du kannst dir das irgendwo drauf machen? In den Kopf? Guckt euch mal den Herrn an. Ich kann das doch nicht in den Kopf schmieren. Wie soll das denn funktionieren? Das war ein Rein. Fly is the new way to refresh yourself. Orange Breeze fills your mind and lungs with the natural freshest kick of cooling clarity. Instantly reboosting your best ready in a heartbeat. Anywhere, anytime. Also Fly ist der neue Weg, um dich zu erfrischen. Der Orangenduft ist irgendwie was ganz Tolles für dein Mindset, also für deinen Kopfkrams, also Gedanken. Warum? Und für die Lungen mit dem natürlichen und frischesten Kick von kühlender Klarheit. Okay. Und das soll ganz schnell funktionieren in einem Herzschlag. Inhale deeply, apply small amount on temples and neck. Auf den Nacken? Ach so, okay. Ja, ich bin geschminkt, ne? Aber ich muss mir das ja nicht ins Gesicht machen. Ich konnte es ja mal ausprobieren. Aber ich habe frisch lackierte Fingernägel. Probleme. Probleme. Es sind einfach Probleme. Da kriegt man das nicht so schön auf. Okay, also. Das ist so ein 2-in-1-Vieh, das heißt auf der einen Seite, muss man das drehen? Ach, das dreht man auseinander. Hä? Nee, da hast du das. Hä? Oh. Hä? Okay, muss man beides abdrehen? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich da Kram. Okay, hier habe ich jetzt was abgedreht. Und das ist Inhale? Okay, da kann man hier wahrscheinlich dran riechen. Einfach so dran riechen, ja, ist okay. Riecht nach einem Hustenbonbon mit Orangen-Minzenduft. Ist aber tatsächlich sehr, sehr angenehm in der Nase. Macht die Nase frei. Ich habe ja eben gesagt, ich habe eine Schnupfnase. Mhm, okay. Und das andere, ernsthaft, das ist so ein Roll-on and Refill. Aber ich will mir das. Das ist so uncharmant, um ehrlich zu sein, weil das ist halt wirklich so ölig. Und ich habe ja Haare und wenn ich mir das in den Nacken gebe, dann mache ich mir meine Haare fettig. Das will ich nicht. Das mache ich dann einmal kurz hier so drauf, okay? Das ist halt richtig Öl. Da kriege ich fettige Haare von. Männer haben ja meistens nicht so lange Haare wie wir Frauen, ne? Oh, das ist aber wirklich intensiv. Also ich weiß nicht, ob man das cool findet oder so. Ja, bestimmt. Macht die Nase frei, also fühlt sich angenehm an. Aber irgendwie... Muss das sein? Ich weiß es nicht. Kostet 4,49 habe ich gerade gelesen. Jo, gebe ich gleich mal meinem Freund. Dann kann er auch mal seinen Senf dazugeben. Und das ist cool. Das werde ich wahrscheinlich selber behalten. Denn ich benutze gerne so Aftershave-Creme oder Aftershave-Balsame, wenn ich mich halt untenrum rasiert habe, weil ich da halt extrem empfindliche Haut habe. Und es passt halt ganz gut mit dem Rasierer zusammen, denn hier haben wir von Butcher's Sun Calm Down Aftershave Balm beruhigt und erfrischt, verwöhnt und pflegt intensiv, kraftvoll und belebend mit Hammermelis und Ginkgo Provitamin B5. Das ist doch nett, ne? Dein Reizstopper steht hier hinten. Finde ich klasse. Und ja, entweder kriegt mein Freund das oder wir teilen uns was. Siehst du, das meinte ich. Jetzt habe ich hier Mist. Mich hier in eine Ecke reingemacht in meinen wunderschönen gelben Nagellack von H&M. Ja, aktuell teste ich mich ja immer noch durch meine Nagellacksammlung. Mist. Der will. Na, ich kann ihn ein bisschen wieder in Form bringen. Hat er jetzt nur noch einen kleinen Cut drin, mache ich gleich ein bisschen. Ich wollte gerade deckweiß sagen. Nein, Topcoat rüber, dann soll das wohl halten. Sieht aber sehr ansprechend aus. Ist ein ganz schön großes Produkt, ne? Und soweit ich weiß, gibt es auch bei DM zu kaufen. Ja. Und ja, ach, ich teile mir das mit meinem Freund, das ist glaube ich okay. Ich rieche nur nach Orange. Ja, ich rieche wirklich nur nach Orange. Aber das ist nice, das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Wir probieren das mal auf. Ich habe ja hier noch irgendwo, kann ich das hier mal ausprobieren. Ja,
ist halt ganz normal. Also Balsam, ja gut, das ist halt ein bisschen dickflüssiger, ne? Mache ich hier mal in meine Hand. Handcreme. Ich mache es als Handcreme. Oh, das ist wirklich angenehm. Fühlt sich recht kühl an, zieht aber echt schnell ein. Also da hast du dann nicht so, dass du da so einen Film dahinter hast. Das mag ich. Riecht auch nicht zu männlich, sodass man sich das wirklich teilen kann. Ne, finde ich cool. Also so eine Box kannst du sowieso, da brauchst du ja kein Abo für, ne? Die kannst du entweder holen, wenn irgendwie aus deinem Familien- und Freundeskreis Geburtstag hat und du dem einfach mal so eine Beauty-Überraschung machen möchtest. Oder man holt die halt seinem Partner und vielleicht halt der Partner ja auch. Ne, finde ich eigentlich ganz nice, deswegen bestelle ich die auch immer wieder. Cool Force Schauergel von Baldessarini und ich glaube, das hatte ich meinem Freund auch schon mal gegeben. Das ist halt ein Duschgel, die super überteuert sind. 50 Milliliter sind hier drin und das soll kosten. 200 Milliliter kosten nämlich 220 Euro, genau. Nein, 22 Euro. Und ja, es ist echt übertrieben, ne? Diese ganzen parfümierten Bodylotions von Parfums an sich sind viel zu teuer. Ich rieche nur nach Orange. Das, was ich durchrieche, riecht frisch. Aber wie gesagt, ich rieche nur nach Orange. Dieser Fleißstick ist echt intensiv. So, Ultimate Men von Oibos habe ich ja auch noch einen Pflegebalsam drin und der ist ganz schön groß. Schützt und hydratisiert mit Aquaxyl, Sorbitol und Meerkieferextrakt. Das ist parfümfrei und Oibos kenne ich auch aus diversen Apothekenboxen. Das ist sehr, sehr mild für die Haut. Ist immer ganz nice. Ich weiß nicht, wo die den drauf machen sollen. Oh, die Haut der Intimzone bedarf der besonderen Pflege. Der Intimate Men Pflegebalsam wurde speziell für die tägliche Anwendung und Pflege entwickelt. Er ist dem männlichen pH-Wert der Intimzone angepasst und hilft, die hauteigene Barriere zu schützen. Die wertvolle Formulierung aus den natürlichen Wirkstoffen versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Sie fühlt sich angenehm gepflegt und erfrischt an. Das ist doch nett, ne? PEG-frei und so weiter. Ach so, deswegen Intimate Men, ne? Das ist Intimpflege für den Mann. Finde ich aber ehrlich gesagt cool. Kann ich jetzt so nicht unbedingt weiter verschenken, wenn ich ehrlich sein darf. Das heißt, entweder wird mein Freund das verwenden oder ich. Wobei das ja den pH-Wert der männlichen Intimzone angepasst ist. Wobei ist das so unterschiedlich zur Frau? Weiß ich nicht. Naja, sieht auf jeden Fall ansprechend aus, weil es halt einfach ein Pumper ist. Ich mag Pumper gerne und finde ich nett. Ne? So, und das Letzte, was hier mit drin ist, ist etwas, was mein Freund wahrscheinlich cool finden wird. Denn das ist ein Deo. Und über Deo freut er sich immer, wenn ich ihm was gebe. S. Oliver Superior 24 Hours Protection 0% Aluminiumsalze, wobei man mittlerweile ja auch herausgefunden hat, dass die Aluminiumsalze gar nicht so schlecht sein sollen. Das ist ein Deo und Body Spray, 150 Milliliter. Das ist schon recht groß, ne? Finde ich auch ganz nice. Also, wird teuer sein, sagt er denn hier. Echt? Die kosten nur 2,95. Ich hätte gedacht, das wäre viel, viel teurer, weil wenn du sonst von Parfums halt solche, ne? Sieht man ja an dem Duschgel zum Beispiel. Das ist immer so teuer. Das geht eigentlich. Mag ich den Duft? Riecht recht holzig, wenn ich ehrlich sein darf. Aber riecht angenehm, ne? Ist halt frisch. Frisches Holz. Ja, also das waren schon coole Produkte in der Box, die wir da jetzt mit drin hatten. Und ich fand die auch ganz schön brauchbar. Also ich glaube, mein Freund wird sich da drüber freuen, wenn ich ihm das gleich geben werde, ne? Ihr Lieben, das war's jetzt hier mit der Glossy Box Men von meiner Seite. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!